Hallo, hallo. Was unterscheidet die toxische Positivität von dem Lucky Girl Syndrome? Dieser Frage wollen wir heute nachgehen, hier in Tarot Life Advice auf dem Kanal Zeitgeist Tarot. Mein Name ist Karin Klein, ich bin Körpertherapeutin mit dem anderen Blick. Ja, ich habe einen leichten Silberblick, aber ich sehe auch Dinge, die andere nicht sehen, und ich sehe Dinge vor allem in anderen Perspektiven. Und auch in anderen Dimensionen. Meine Tarotlegungen sind immer auch ein Coaching, deswegen hier jetzt für euch diese allgemeine Legung, Tarot-Advice. Und meine Coachings haben auch immer etwas Spookiges, das müssen nicht immer Tarotkarten sein, aber etwas aus anderen Dimensionen ist auch immer dabei, weil ich glaube, dass der Mensch ein sehr dimensionenreiches Wesen ist. Und wir schauen uns dann immer diese unterschiedlichen Perspektiven und diese unterschiedlichen Dimensionen des Systems Mensch an. So, heute das Thema toxische Positivität oder Lucky Girl Syndrome. Was unterscheidet beide? Was kannst du daraus ziehen? Wie kannst du es erkennen? Wie kannst du es für dich auch steuern? Wie kannst du das Lucky Girl Syndrome nutzen? Die toxische Positivität vermeiden? Das sind die Fragen, die wir hier stellen. Und die Karten fliegen mir schon entgegen. Wer mich kennt, weiß, dass ich Tarotkarten gerne in Zweierkarten lege. Ich finde, das gibt dem eine ganz andere Dimension. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Ich lege die Karten erstmal alle aus zu dem Thema, halte sie dann gleich noch in die Kamera, damit ihr alle wisst, wovon ich spreche und wie die Karten aussehen. Ich benutze heute das, ich glaube, das ist The Wheel of the Year Tarot. Mag ich ganz besonders gerne, weil die Karten etwas kleiner sind und in meine kleinen Hände viel, viel besser passen. So, ihr Lieben, also toxische Positivität oder Lucky Girl Syndrome. So, diese zwei Karten wollten mir schon entgegenfliegen. Wir haben den Stern. Ist das der Stern? Nein, das ist Temperance. Entschuldige. Das ist die Ausgleichung und die Welt. So, diese zwei Karten sind gefallen, um diese zwei Karten geht es als allererstes. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass hier die Ausgleichung nicht sehr gesund aussieht. Also, die sieht mir nicht so sehr, sehr, sehr lebendig aus. Und das finde ich gerade einen ganz, ganz spannenden Aspekt, weil die Ausgleichung ist ja grundsätzlich eine sehr positive Karte. Und auch hier, die Karte sollte ja, glaube ich, eine Elfe darstellen. Eigentlich eine ganz, ganz hübsche Karte, aber das in meinen Augen jetzt für diese Legung ist diese Karte tatsächlich die Karte der toxischen Positivität. Also was eigentlich positiv aussieht, dreht sich ins Gegenteil. Hingegen das Lucky Girl Syndrome hier mit der kompletten Regenbogenpalette, mit dem kompletten Zyklus. Die Welt ist ja ein Zyklus, der sich beendet und wieder von vorne anfängt. Und vor allem diese sehr gelassene, schöne, dieser schöne Gesichtsausdruck, den finde ich gerade ganz toll für das Lucky Girl Syndrome, für die Idee. Ja, was, wenn alles sich zum Guten wendet? Das ist ja quasi die Idee hinter dem Lucky Girl Syndrome, diese Positivität, aber nicht in einem gezwungenen, sondern schon auch in einem, und da mag ich diesen Blick nach oben, den sie da hat, auf der Karte hat. Dieses, ich wende mich dem Universum zu und hey, was, wenn alles gut wird? Was, wenn du das alles für mich richtest? Wie sieht es aus, wenn das alles für mich ganz, ganz großartig wird? So, also diese zwei Karten quasi im Gegensatz, auch hier die Karten, die Farben eher gedämpft, eher pastellig und hier sehr, sehr kraftvoll, sehr stark. Das gibt uns schon so die Richtung zu der Idee, wie wir die beiden Sachen auseinanderhalten können. So, als nächstes haben wir das Ass der Schwerter und die zwei Scheiben. Okay. Alright. Es ist die Botschaft, es ist super, super wichtig, diese zwei Dinge, die toxische Positivität und das Lucky Girl Syndrome, auseinanderzuhalten. Also wirklich mit einem scharfen Verstand auch dazwischen zu gehen, weil Positivität ist ja nicht per se toxisch. Toxisch wird es, wenn Gefühle unterdrückt werden.
wenn etwas schwerer wiegt als das andere. Also das gute Gefühl, ja, hier, da, das gute Gefühl soll mehr wiegen als das schlechte Gefühl. Und ich meine jetzt nicht, dass Mädchen besser sind als Jungs. Also bitte, das ist nur ein Symbol für, wie wollen wir diese Dinge jetzt gerade da an der Stelle sehen. Und wir brauchen wirklich diesen extrem scharfen Verstand, um auseinanderzuhalten, wann wird die Positivität, also wann wird dieses, ich glaube an das Gute und ich möchte das Schöne sehen und ich glaube auch daran, dass alles, was passiert, einen Grund hat. Wann wird das toxisch? Und das wird dann toxisch, wenn eben Gefühle unterdrückt werden, wenn Gefühle nicht zugelassen werden, bei einem selbst nicht oder bei dem anderen nicht. Also wenn du mir was erzählst und ich sage, ach naja, das wird schon und anderen Menschen geht es ja auch noch schlechter und das passiert ja auch alles aus dem Grund und den wirst du auch bald erfahren, dann unterdrücke ich deine Gefühle, dann nehme ich nicht wahr, was du mir in dem Moment erzählst. Und das ist dieser wichtige Aspekt, dass es ganz, ganz wichtig ist, der Wahrheit auf den Punkt zu kommen. Das Ass der Schwerter hat immer etwas von, die Wahrheit kommt ans Licht. Und das ist wichtig und relevant an der Stelle. So, als nächstes haben wir den König der Stäbe und das Judgment, das Gericht. So, das sagt mir, dass weiterhin in diesem Aspekt von es muss auseinandergehalten werden. Wir dürfen uns nicht von, wie drücke ich das aus? Die Welt der Gefühle, die wir haben, also das was wir an Leidenschaft und an Feuer in uns tragen, dürfen wir nicht unterdrücken, wir dürfen nicht die Idee bekommen, dass bestimmte Dinge in unserem Leben keine, also von den Gefühlen her, ne, keine Relevanz haben. Sondern es ist wichtig, dass wir uns an der Stelle wirklich auch gerufen fühlen. Ja, das Gericht ist ja immer diese Idee von, ich werde gerufen, ich werde aufgerufen, ich kann aus meinem Leben, was aus meinem alten Leben sozusagen wieder auferstehen, ohne jetzt von Reinkarnation zu sprechen, nicht an dieser Stelle, aber da sprechen wir vielleicht in einer anderen Legung drüber. Jedenfalls hier diese Idee, die Gefühle, die da sind, gerade wenn sie feurig und leidenschaftlich sind, dürfen auch auferstehen. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Also auch sowas wie Wut darf auch da sein. Wut ist etwas, was uns unfassbar trägt. Ich hatte vor kurzem eine Klientin, die mir erzählt hat, dass sie in einem vorherigen Coaching eine Wutübung gemacht hat. Und ich war ganz interessiert, weil Wutübungen sind immer ganz großartig. Und ich erinnere mich auch an die ich damals in der Ausbildung gemacht habe. Das sind Sachen, die beleben und geben einem unglaublich viel Kraft. Und dann erzählte sie mir, dass sie eben in diesem Coaching eine Rückführung gemacht hat zu diesem Moment, wo die Wut entstanden ist und dass sie dann die Wut zurückgegeben hat an die Personen, die in dieser Situation mit beteiligt waren. Und ich habe so gedacht, das ist doch falsch, weil die Wut ist gehört einem selbst, ja, dass man die Ohnmacht zurückgibt, dass man sagt, das, was du da mit mir gemacht hast, das war nicht in Ordnung. Das kann man zurückgeben, die Schuld kann man zurückgeben, man kann die Verbindung zu der Person trennen, man kann die Hilflosigkeit in dieser Situation kann man zurückgeben und sagen, das war nicht in Ordnung. Aber die Wut zurückgeben? Nein, also bitte die Wut immer auch für dich behalten. Und das ist an der Stelle übrigens auch, Wut kann sehr, sehr positiv sein, kann sehr verbindend sein und kann vor allem dir einen Hinweis darauf geben, was dir wirklich wichtig ist. Und ich glaube, das ist das, was an dieser Stelle auch nochmal klar zum Ausdruck kommt. Berufen, also den Ruf hören, was ist dir wirklich wichtig? Und das brauchen wir für das Lucky Girl Syndrome, damit wir wissen, was wir ja haben wollen. Ja, das ist ja, das Lucky Girl Syndrome ist zum einen natürlich dieses, was ist, wenn es noch schöner ist als das, was ich mir vorstelle, aber ich brauche hier schon eine Vorstellung von dem, was ich gerne hätte. So, als nächstes haben wir den Hierophanten in der umgedrehten Variante und die 9 Schwerter. Okay, easy peasy, mach dir nicht zu viel Kopf.
Das ist die Botschaft in diesen zwei Karten. Mach dir nicht zu viel Kopf über das, was Leute erzählen. Auch was ich dir erzähle. Ja? Prüf das immer sehr, sehr genau. Diese Legungen auch im Live-Tarot-Advice sind allgemeine Legungen. Das heißt, spür sehr, sehr intensiv und genau in dich hinein, ist das etwas, was mit dir resoniert? Ist das etwas, was du, wo du sagst, oh, das passt zu meinem Leben, das passt zu meiner Situation? Oder das ist jetzt gerade nicht meine Legung, dann bitte gerne abonniere den Kanal, damit du die anderen Themen nicht verpasst, die ich noch besprechen werde. Aber an der Stelle eben prüfe sehr genau und lass dir nichts einreden. Lass dir nicht einreden, das muss man so und so machen, sonst kommst du eben hier in Teufels Küche und machst dir Gedanken über Dinge, die dich verfolgen und die eigentlich auch nicht gar nicht deine Gedanken sind, sondern ja, folge deiner inneren Weisheit. Und deswegen sage ich immer, wenn das, was ich hier sage, für dich nicht in Resonanz geht, dann ist es deine innere Weisheit, die sagt, okay, hier diese Legung ist nicht meine, passt nicht zu meinem Leben, passt nicht zu meiner Situation. Wenn es aber resoniert, dann ist es deine innere Weisheit, die mit meiner inneren Weisheit und der Weisheit, die ich durch die Tarotkarten anzapfe, korrespondiert und in Resonanz tritt und in Unterhaltung tritt. Und dann sind das schöne Momente und wir sind quasi in Kommunion sozusagen. So, zurück zu toxische Positivität oder Lucky Girl Syndrome. Wir haben die drei Stäbe und die 9 Kelche. Wishing on a star, also einen Wunsch machen, einen Wunsch äußern, einen dir etwas wünschen, wenn eine Sternschnuppe am Himmel vorbeisaust, das ist Lucky Girl Syndrome. Das ist dieses das ist das, was dann zu dieser Erfüllung von den 9 Kelchen, von dieser emotionalen, totalen Zufriedenheit führen kann. Aber, little world of warning, ihr kennt mich vielleicht schon und wisst, dass meine Legungen nie wirklich nur Sugarcoating sind, sondern immer auch eine kleine Warnung oder ein Aspekt von, da müssen wir ganz genau aufpassen, weil das ist das, was uns weiterbringt. Wenn ich Sugarcoating machen würde, dann hättet ihr hier nur eine Engelkartenlegerin und würdet nicht in diesen Aspekt von Persönlichkeitsentwicklung kommen. Und das ist das, was ich mir ja auf die Fahne geschrieben habe. Also, little word of warning hier. Gib nicht alles ab. Ja, das ist eine schöne Balance. Warte nicht auf den richtigen Moment. Ja, du darfst dir vorstellen, was ist denn, was wäre denn, wenn es noch schöner kommt, als ich es mir vorstellen kann. Nämlich die 10 Kelche, nicht nur die 9 Kelche, sondern die 10 Kelche, das ist auch ein Aspekt, der hier drin ist. Und der andere Aspekt ist die 3 Stäbe sind immer eine Botschaft von, es gibt nicht den richtigen Moment. Das heißt, geh die Dinge auch für dich an. Ja, es gibt ja dieses Sprichwort, hilf dir selbst und der Himmel wird dir helfen. Oder Gott wird dir helfen, das Universum wird dir helfen. Geh die Dinge an, verfolge deine Träume, verfolge deine Ziele. Dann kann das Lucky Girl Syndrome auch besser greifen. Lucky Girl Syndrome besser greifen. So. Ich überlege gerade, ob ich hier noch eine Botschaft für die toxische Positivität drin sehe. Ja, so ein bisschen der Aspekt und da wiederum etwas, was ich in meiner Arbeit und mit meinen Klienten immer wieder anspreche, werd dir deine eigenen Standards, Bedürfnisse, Wünsche bewusst. Kenn dich selbst, erkenne dich selbst, wisse, was dir wichtig ist. Ich komm drauf, weil das hier hat so diesen oh, ich gucke in die Ferne und gucke nicht auf mich. Und hier, diese Szene wirkt so sehr idyllisch, aber vielleicht ist das nicht deine Idylle. Das wirkt so sehr wie aus einem Rosamunde Pilcher Jane Austen Film, die ich übrigens total gerne gucke, aber das ist apart. Das mag möglicherweise nicht deins sein. Das ist vielleicht nicht das, was dir entspricht und deine Idee von Glück und Glückseligkeit. Und dementsprechend kann das auch diese Verdrehung von toxischer Positivität sein. Das findet zwar jemand anders positiv, aber du findest es nicht positiv und deswegen wird es für dich toxisch. So, kleiner Twist an der Stelle in dem
toxische Positivität. Zu guter Letzt haben wir die Königin der Kelche und die vier Stäbe. In umgedreht. So, Königin der Kelche und vier Stäbe. So, wichtig, wichtig, wichtig. Wir kommen zurück zu, deine Gefühle sind wichtig. Und mit toxischer Positivität, mit einem, ach, das wird schon und stell dich nicht so an und so schlimm ist es doch gar nicht und denk doch an das Positive, werden Gefühle unterdrückt. Und darum geht es genau nicht. Es ist ganz wichtig, dass du das nicht tust. Ich bin Körpertherapeutin und arbeite extrem viel mit meinen Klienten daran, dass diese Gefühle wahrgenommen werden, weil wir haben alle irgendwie eine Tendenz, sie zu unterdrücken. Das ist generationell und gesellschaftlich, haben wir alle eine Tendenz dazu. Und es ist wichtig, dass wir es im Erwachsenenleben lernen, die Gefühle zu fühlen, die Gefühle zu benennen, keine Angst davor zu haben. Und das ist das, was die Königin der Kelche hier an der Stelle repräsentiert. Hab keine Angst vor deinen Gefühlen. Etwas, was ich in der Praxis am häufigsten höre, ist, boah, aber wenn ich meine Wut zulasse oder wenn ich mir erlaube, traurig zu sein, dann bleibt hier kein Stein auf dem anderen stehen, dann fließen die Tränen wie der Rhein und es ist irgendwie, ich krieg's nicht mehr gestoppt und es ist alles so groß und wird mich überwältigen. Das ist ein Gefühl, das kenne ich, das ist auch normal, aber ich verspreche dir, das wird nicht passieren. Diese Idee von dann kriege ich das nie wieder gestoppt und dann werde ich immer in diesem Gefühl bleiben. Nur weil du es dein Leben lang oder ganz, ganz lange unterdrückt hast, das Gefühl, und du es jetzt langsam lernst zu erleben und rauszulassen, wird es nicht so krass sein, wie die Unterdrückung krass war. Ach, macht das Sinn? Ist das verständlich? Schreib mir in die Kommentare, ich kann da gerne noch ein weiteres Video zu machen, um das ein bisschen besser zu erklären. Aber hier an der Stelle ist es wirklich die Idee, lass deine Gefühle zu, damit die Positivität nicht toxisch wird und damit du wirklich auch durch dieses Portal und eine Idee von Stabilität bekommen kannst, durch das, was du neu lernst. Okay, ich glaube, da muss ich drei Sätze mehr zu sagen. Was ich gerade meinte, ist, dass meine Klienten in dem Coaching ja auch oft lernen, ihre Gefühle wahrzunehmen, ihre Gefühle zu benennen, ihre Gefühle zum Ausdruck zu bringen, dadurch dann sich selber besser kennenlernen, die Bedürfnisse zum Ausdruck zu bringen und so in einen besseren Kontakt mit sich selbst und auch anderen gehen zu können. Das sind Dinge, die meine Klienten, ich sag mal so, zu 60% ist das eins der Themen, was in meiner Praxis besprochen wird. So. Wenn ich das lerne, wenn ich etwas lerne, dann bin ich ja ganz am Anfang. Aber ich muss erstmal ich bin am Anfang auch eine Stabilität und eine Struktur reinbringen. Ich sage das deswegen, weil wir haben hier die Stäbe und nicht die Scheiben. Also wir sind hier am Anfang. Die Stäbe sind die erste Farbe im Tarotdeck, in der Konvektion des Tarots, also im Aufbau, wie die Farben aufeinander folgen und die Stäbe sind eben die ersten. Das ist die Idee, der Impuls, auch das Leidenschaftliche, aber eben vor allem die Idee, das Erste. Ich lerne da etwas. Und in diesem Ich lerne da etwas bringe ich schon mit den vier eine Stabilität. Mit den vier kann ich ein Haus bauen. Ja, also ich baue mir erst quasi das Konstrukt aus Stäben, um es dann später noch mehr verfestigen zu können, mit Lehm zu bauen und dann mit Beton zu bauen. Beton ist jetzt nicht das ideale Beispiel für Gefühle, aber es ist vielleicht ein ideales Beispiel für Haus bauen. Das haben uns ja die kleinen drei Schweinlein erklärt. Okay, gut. Anyways, ich lenke ab. So, lerne deine Gefühle zum Ausdruck zu bringen und mit der Königin der Kelche ist es auch die Botschaft, alle Gefühle sind wichtig und eine gewisse Meisterschaft. Also ich kann es benennen, ich habe keine Angst davor, ich kann sie fühlen, ich weiß, dass sie wieder vorübergehen, ich kann sie zum Ausdruck bringen und in dem findest du eine gewisse Stabilität, die dir ermöglicht, die Positivität einzuschätzen. Also wann ist es genau der richtige Moment zu sagen,
boah, ja, ist es wirklich nicht so schlimm und alles passiert aus einem Grund? Oder wann ist es der Moment zu sagen, boah, mir geht's auch richtig scheiße und ich muss das jetzt gerade mal ausleben, um dann wieder in die Lage zu kommen, zu sagen, oh, und was, wenn es jetzt doch schöner wird, als ich es mir vorstellen konnte? Vielleicht ist es auch ein Zyklus. So, das war der Tarot Life Advice, toxische Positivität versus Lucky Girl Syndrome. Ich wünsche euch ganz, ganz viel von diesem Lucky Girl Syndrome. Ich wünsche euch vor allem ganz, ganz viel gute Kenntnis euer selbst und gute Kenntnis von euren Gefühlen und dem Ausdruck eurer Bedürfnisse. Wenn ich euch dabei unterstützen darf, mache ich das natürlich super gerne. Alle Informationen findest du hier unten in der Description Box. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach das nächste Mal, oder? Dafür vielleicht den Kanal abonnieren, da bin ich euch sehr, sehr dankbar. Ich bin euch auch sehr dankbar für die Zeit, die ihr hier mit mir verbracht habt. Von hier zu dir, alles Liebe, bye bye.